Hi, willkommen zu einem neuen Fashion-Video. Heute gibt es meine Herbstgarderobe, das heißt, ich zeige euch die Teile hier hinter mir, die ich im Moment in Rotation trage, die ich am meisten trage, ob das Taschen sind, Schuhe oder eben die Klamotten hinter mir. Und ich würde sagen, wir beginnen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Hosen an. Hosen slash vor allem Jeans. Ich bin halt ein totaler Jeansträger und dementsprechend war ich halt traurig, als so meine liebsten Jeans, die ich über Jahre zusammengesammelt habe, mir einfach nicht mehr gepasst haben. Und dadurch, dass sich mein Gewicht so stark verändert, wusste ich auch nicht genau, will ich jetzt nochmal so viel Geld investieren und wann werden die nicht mehr passen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel rumgeschaut und rumprobiert, weil ihr auch immer fragt nach Größen. Ich finde das halt sehr, sehr schwer. Ich muss euch ehrlich sagen, vor 1,5 Jahren hatte ich teilweise eine Größe W24, 25, sagen wir mal bei Levi's, und jetzt habe ich eine 28, also 3 bis 4 Größen größer innerhalb von einem Jahr, und das finde ich schon ziemlich krass. Und ich weiß halt immer nicht, wie sich das bei mir verändert, aber ja, bei mir ist es halt so, gerade auch durch PCOS sammelt sich viel im Unterbauch und Bauch insgesamt, was einfach sehr aufgeschwemmt aussieht. Teilweise sind es Wassereinlagerungen oder eben Fett. Ja, auf jeden Fall, meine Rettung war diese Hose. Das war die einzige, die mir gepasst hat. Und deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit genommen mit den anderen Hosen, um was zu finden. Einfach, weil ich ja eine hatte, die gepasst hat. Und zwar ist es diese hier von Vero Moda. Die heißt Shayla. Shayla Kick Flare Ankle Jeans. Genau. Und die gibt es auf jeden Fall bei About You, habe ich die schon gesehen. Ich hatte die damals in Aarhus gekauft. Die ist so abgeschnitten unten schon gewesen. Und die ist einfach super stretchy und dadurch, egal wie viel ich gewogen habe, immer etwas gewesen, was so super bequem war, auf das ich mich verlassen konnte, die irgendwie quasi mitgewachsen ist. Das ist jetzt zum Beispiel eine W26. Und ich war zum Beispiel vorige Woche in einem Laden und hatte Größe 27 an und die habe ich nicht zubekommen. Es ist halt immer super schwierig bei Jeans, ne? Naja, auf jeden Fall, die trage ich super gerne und das ist auch immer noch meine liebste Jeans, aber ich habe halt nur noch das getragen, weil nichts anderes gepasst hat, und dementsprechend brauchte ich jetzt mal etwas zum Tauschen und dass ich die mal waschen kann. Weswegen ich mich mega gefreut habe, als ich diese hier gefunden habe. Die hatte ich vorher noch nie anprobiert. Das ist von Topshop die Editor Jeans. Die kannte ich vorher auch gar nicht. Ich trage ja sehr, sehr gerne Topshop Jeans. Auch da ist es schwierig, seine Größe zu finden. Hier habe ich jetzt die Größe 28-30, also 30er Länge, 28er Weite, und die könnte sogar noch ein Müh weiter sein. Just so you know. Was ich an der mag, im Gegensatz zu der anderen, ist, dass sie eine Knopfleiste hat. Ich finde, das legt sich irgendwie oft schöner über den Bauch drüber, wenn wir mal ehrlich sind. Topshop Jeans sind oft auch mit ein bisschen Elastan versehen, was ich in meinem Fall eben sehr, sehr angenehm finde. Und die ist von der Länge auch super. Ich glaube, das ist keine Petite gewesen, aber die passt von der Länge mega, mega gut. Ist sehr, sehr ähnlich zu der anderen, aber noch ein Tick fester und sieht dadurch noch ein bisschen hochwertiger aus, finde ich. Sitzt ähnlich, ich würde sagen Mid-Rise, ist jetzt nicht super high-waisted, schon high-waisted, aber es gibt welche, die gehen euch bis zur Brust. Das ist jetzt keine davon, aber die macht eine super schöne Figur, sitzt auch am Po sehr, sehr schön. Und ja, ich bin einfach sehr froh, dass ich da jetzt noch eine Hose habe, dass ich die beiden einfach untereinander wechseln kann und da mal eine in die Wäsche kann. Dann war ich ja vor einiger Zeit bei Arket und habe mir den Laden mal angeguckt und geschaut, wie sitzen die T-Shirts und die Jeans und so weiter, und war voll überrascht von den Jeans, wie gut die saßen. Das ist jetzt aber schon eine Weile her, und dann habe ich jetzt noch mal ein paar Größen bestellt, um zu gucken, was mir passt. Und dann habe ich diese hier gefunden. Das ist Größe 27 und das ist eine, die nennt sich Cropped. Bei mir ist die aber nicht cropped. Also bei mir ist die genau normal lang, würde ich sagen. Also um sie crop zu machen, würde ich sie dann umkrempeln oder abschneiden. Aber ich fand, dass die einfach mich sehr erinnert hat an meine Levi's Jeans vom Material, von der Qualität. Das ist auch mit Organic Cotton gemacht, und ja, ich finde einfach, das ist so eine ganz tolle Vintage-Waschung. Auch diese sitzt nicht super high-waisted, sondern so genau beim Bauchnabel, also geht so bei mir knapp über den Bauchnabel. Wenn ich mich jetzt strecken würde, würde man ihn so ein bisschen sehen. Vielleicht könnt ihr es euch dann ganz gut vorstellen. Ich habe aber auch einen sehr kurzen Oberkörper. Auf jeden Fall finde ich die sehr, sehr angenehm.
Ich habe Größe 27. Auch hier würde ich sagen, könnte ich eine 28 vertragen. Aber das Problem ist, dass die dann halt immer an den Beinen bei mir nicht mehr sitzen. Das ist so ein bisschen das Problem, aber die 27 ist auf jeden Fall trotzdem bequem. Die letzte Hose ist keine Jeans, obwohl ich muss sagen, ach, die ist gerade in der Wäsche. Ich habe euch doch diese beige Hose gezeigt. Die ist von Yas. Die verlinke ich euch mal unten. Die ist quasi wie diese hier, aber in beige. Und ich liebe einfach im Moment diese Stoffhosen, weil die einfach so viel bequemer sind als Jeans. Aber es ist trotzdem eine Hose und die können sehr elegant aussehen oder man kann sie mit Sneakers stylen. Liebe ich sehr. Diese Hose habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt. Die ist von Topshop Petite gewesen, Größe 36. Die habe ich vor vielen Jahren mal in New York Secondhand gekauft und war so froh darüber. Ist auch wieder so Mid-Rise, würde ich sagen. Und weil sie Petite ist, auch cropped geschnitten an den Beinen. Deswegen, das liebe ich halt an Topshop-Hosen, dass die verschiedene Längen haben. Extra lang, extra kurz und so weiter, auch curvy. Es tut mir übrigens jetzt schon leid, wenn das Video lang ist, aber ich wollte euch nichts vorenthalten. Die Oberteile. Im Herbst trage ich noch nicht so viel super dicken Strick. Das ist einfach mir irgendwie zu viel, gerade dadurch, dass es manchmal unberechenbar ist. Morgens total kalt und dann geht man aus dem Büro raus und man schwitzt total. Deswegen trage ich dann lieber Lagen und eher dünnere Oberteile. Das hier ist jetzt so einer der wenigen Strickpullis, die ich tragen würde, einfach weil er sehr, sehr dünn ist. Das ist einer von Arket. Ich mag die Farbe einfach total. Der ist super kuschelig und weit. Ich fühle mich darin sehr, sehr wohl. Der kratzt nicht so doll und hält mich trotzdem extrem warm. Also es ist wirklich eher was, wenn es sehr, sehr kalt ist. Deswegen würde ich den auch eher schichten, erst im Winter, weil sonst schwitzt ihr euch zu Tode. Aber der ist so, so kuschelig und ich mag, dass der einfach so, ja, schön locker, lässig geschnitten ist und man kann ihn einfach mit irgendeiner Jeans anziehen, auch reinstecken in eine Hose. Und das finde ich halt das Gute an diesen dünnen Pullis, dass man es dann nicht so in der Jeans sieht. Wisst ihr, was ich meine? Dass man den schön reinstecken kann und man sieht es kaum, weil er einfach so dünn ist. Dann mag ich Sweater und Hoodies sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, dass ich mir selten welche selber kaufe, sondern eher klaue. Wie zum Beispiel jetzt dieser hier, da konnte ich Gott sei Dank auch überreden, dass er behalten wird. Der ist von Weekday. Ich mag Weekday als Marke ja eh sehr, sehr gerne. Und was ist das bitte für eine tolle Farbe? Der passt einfach perfekt zu meiner Arket-Tasche. Obwohl ich das wahrscheinlich nicht zusammentragen würde. Es wäre ein bisschen sehr matchy-matchy. Aber ich liebe Hoodies, wo der... Die Hood, die Kapuze so dick ist und so hinter euch steht und nicht so nach hinten fällt. Ich finde, das sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus, sondern so richtig schön euch umhüllt und so am Hals dran ist. Ganz klassisch eigentlich und innen so fließig, kuschelig. Liebe, und ich weiß schon, wer ihn mehr tragen wird. Ich trage sehr, sehr gerne Blusen. Entweder alleine, je nach Wetter, wie gesagt, oder ob ich auf ein Event gehe, da trage ich auch gerne einfach so Blusen. Ansonsten schichte ich sie auch gerne. Ich zeige euch auch gleich, womit. Das ist jetzt eine, die ist schon älter, die war mal von den Other Stories und die ist mit einem Leo-Muster. Aber ich finde, Leo ist nicht gleich Leo. Es kommt irgendwie drauf an, wie groß das Muster ist und wie die Farben gehalten sind. Und irgendwie hat mich diese Bluse total angesprochen. Die ist ziemlich weit geschnitten und lang geschnitten. Hat ja so ein ganz dünnes, fließendes Material. Und ich habe es gerade mal aufgemacht, damit ihr das sehen könnt. Also wenn man darunter zum Beispiel so ein schönes Spitzentop oder so trägt, finde ich das total schön abends reingesteckt in eine schwarze Hose. Oder ich knöpfe es bis oben hin zu und dann lasse ich es rausgucken und drüber dann einen Pulli oder einen Sweater oder so. Das hier ist so eine klassische weiße Bluse, wie ihr sehen könnt. Auch eher oversized geschnitten, aber nicht zu lang. Aber das Besondere sind die Ärmel. Und zwar hat man hier so einen Gummizug unten und dann sind das so Ballonärmel. Und sowas gefällt mir halt, wenn das sowas sehr Klassisches ist, was aber einfach so einen bestimmten Twist hat, dass es trotzdem besonders aussieht. Und sowas finde ich zum Beispiel zu einer von diesen, dieser blauen Jeans von Arket. So schön oder auch zu einer schwarzen Hose oder auch zu so einer Lederoptik-Leggings finde ich sowas total schön. Oder, was ich auch sehr gerne trage, mein grüner H&M-Rock zu der Bluse ist einfach ein Traum. Ich habe ihn nicht mit ins Video genommen, weil es gibt einfach keine Alternative. Eine weitere weiße Bluse, die ich aber, ja,
Im Gegensatz zu der anderen, vor allem unter Pullis trage, ist diese hier, beziehungsweise das Hemd, war mal von den Other Stories oder ist von den Other Stories, die gibt es eigentlich immer so. Die Basic Oversize Bluse oder das Hemd ist wesentlich dicker geschnitten als diese andere Bluse, deswegen eher Hemd und auch wesentlich länger und weiter. Also wirklich so ein Oversized Hemd trage ich aber auch so sehr gerne, einfach locker getragen mit einer von den Stoffhosen. Ich finde, das sieht mega schön aus. Oder wie gesagt, einfach zugeknöpft und dann Pullover oder Sweater drüber, finde ich total schön. Man kann sie auch versuchen reinzustecken, aber dann braucht man wirklich eine feste Jeans, wo man eben nichts sieht, dass man das so in die Hose reingesteckt hat. Aber ich habe die schon so oft getragen, die ist ihr Geld echt wert. Das Wetter spielt ja sehr verrückt. Gestern waren zum Beispiel 22 Grad, heute sind irgendwie 15. Deswegen zeige ich euch auch ein T-Shirt, was ich sehr gerne anziehe. Das ist zwar ein Leinen-T-Shirt, deswegen eigentlich eher was für den Sommer, aber ich liebe einfach diese Textur. Ich habe ja auch diese ASOS Boyfriend T-Shirts in Schwarz und Weiß, die verlinke ich euch in die Infobox. Die habe ich seit vielen, vielen Jahren und die liebe ich total. Das hier ist einfach so ein bisschen leichter, deswegen lässt sich es irgendwie besser reinstecken und fühlt sich manchmal einfach auch leichter an. Und ich liebe, wie gesagt, auch diese Textur durch diesen Leinstoff. Das war mal von den Other Stories. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich denke mal schon. Das ist einfach so ein Basic. Das ist weder super oversized noch total eng geschnitten und passt zu allem. Und das trage ich auch super gerne unter dem Hoodie zum Beispiel oder auch unter solchen Pullis. Eigentlich unter allem. Ein absoluter Klassiker in meinem Kleiderschrank im Herbst ist dieser Rolli hier. Den habe ich auch noch in Grau, den habe ich euch schon viele, viele Jahre gezeigt. Die waren mal von Mango. Ich habe jetzt auch Alternativen mittlerweile, weil ich die wirklich sehr oft anziehe und die dann halt in der Wäsche sind und dann habe ich nichts zum Anziehen. Ich habe nichts zum Anziehen. Dann kann ich sie nicht anziehen und will sie aber anziehen und deswegen ja, habe ich noch einen zweiten, der ähnlich ist, aber ich glaube, der ist auch nicht mehr aktuell. Ich werde gucken, was ich so online finde. Was ich an denen toll finde, ist, die sind aus Baumwolle und ganz, ganz leicht und luftig geschnitten. Baumwolle ist ja jetzt nichts, was euch super warm hält. Dementsprechend finde ich das toll, eben an Tagen, wo es nicht so kalt ist, aber ihr trotzdem so diesen Rollkragen-Look wollt. Die sind auch hier wieder weder zu oversized noch zu eng geschnitten und dadurch fallen sie einfach irgendwie sehr, sehr schön, finde ich. Kleben nicht an einem dran, aber sind auch nicht so super unschmeichelnd, weil sie so groß sind und breit sind und wie gesagt super schön dünn und einfach angenehm und die trage ich wirklich unter allem. Also einfach so getragen mit meinem Rock sehr, sehr gerne oder mit allen Jeans, dann Blazer drüber oder irgendwie eine Jacke, sieht einfach immer gut aus. Und ein Sweater. Ich muss sagen, wie gesagt, ich trage vor allem Pablo-Sweater. Aber der hier ist meiner tatsächlich. Der war von Zara und super günstig. Den habe ich auch schon ganz, ganz lange. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber es ist halt ein ganz normaler Sweater. Der ist halt ein bisschen kürzer geschnitten, aber trotzdem schön weit. Und den trage ich vor allem immer in Kombi mit dieser Leo-Bluse. So gut. Oder eben auch mit der weißen Bluse für eher so einen klassischeren Look. Und der ist einfach so kuschelig und den trage ich auch so im Office sehr, sehr gerne, wenn es mir einfach nach gemütlich ist oder abends mal, wenn es kalt ist und zum drüber anziehen. Einfach so ein Basic, was immer geht. Ich glaube, wir alle lieben den Herbst für die Jackenzeit, dass man einfach so schöne Jacken anziehen kann und nicht gleich so diese mega dicken Wintermäntel anziehen muss. Deswegen habe ich da auch einige, je nachdem wie warm es ist. Ein Trenchcoat musste natürlich dabei sein. Ich mag zwei Marken für Jacken allgemein sehr, sehr gerne, aber vor allem auch für Trenchcoats. Das ist einmal Jack Wills, ihr werdet auch gleich sehen. Ich habe einige Jacken von der Marke. Einfach so eine super Qualität und mir persönlich passen sie auch sehr gut, weil das habe ich oft nicht. Oder Vila, die mag ich auch gerne für Pullover. Dieser Trenchcoat ist meiner Meinung nach so hochwertig und der sieht auch wesentlich teurer aus, als er gewesen ist. Der ist schön fest und dick. Ich finde Trenchcoats, die zu dünn sind, da sieht man dann irgendwie meistens, dass sie ein bisschen günstiger sind. Und der kommt auch hier mit so einem Gürtel, dass man den stylen kann, wie man möchte. Mir geht er so ungefähr bis zu den Knien, also eher was Kürzeres. Es gibt ja auch mittlerweile sehr lange Trenchcoats, aber ich finde da, ja,
bin ich oft irgendwie dann verloren in der Jacke. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn es so ein bisschen strukturierter und klassischer ist. Da habe ich jetzt noch nicht so den Sinn gesehen, mehr zu investieren, aber ich hätte eigentlich sehr, sehr gerne so einen alten Burberry-Mantel, so aus den 90ern oder so. Das finde ich auch ziemlich cool, aber da habe ich noch keinen gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, ich gebe so viel Geld aus, weil man kann sie halt nicht anprobieren, wenn man sie online kauft. Vielleicht finde ich ihn ja mal hier irgendwo in einem Laden. Für die ganz kalten Tage oder wenn ich mich ein bisschen kränklich fühle, trage ich gerne so ganz, ganz dünne Wollmäntel. Den habt ihr jetzt schon tausendmal bei Instagram gesehen, der ist von den Other Stories und ich liebe einfach diese sehr dünnen Mäntel, die auch nicht so schwer auf den Schultern liegen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe so einen Mantel, der ist wirklich auch super dick. Das ist einfach so schwer und der ist eben das nicht und ich mag diese ja Camelfarbe und dass der so locker geschnitten ist, der ist aber nicht zu lang, auch der geht ungefähr wie der Trenchcoat bis zu den Knien und ja, den kann man einfach sehr gut stylen mit Sneakers locker oder eben schick. Dann sieht er auch aus wie so ein Businessmantel. An warmen Tagen trage ich diesen Blazer hier so als Jacke. An kälteren Tagen drunter als Oberteil quasi. Aber das habe ich euch auch schon in einem What I Want a Week gesagt. Das ist mein absolutes Lieblingsstück. Der sitzt einfach so gut. Der sieht so toll aus. Ist von den Other Stories. Ja, so ein doppelreihiger Wollmix-Blazer. Und der sitzt einfach an den Schultern super, an den Armen, also an den Ärmeln super, was sonst nie der Fall ist und auch von der Länge. Der ist nicht zu oversized, nicht zu eng. Liebe, einfach absolute Liebe. Die Farben, dieses Navy, Gelb, Orange, Grün, das passt einfach total zur Jahreszeit und lässt sich auch mit allem, was ich euch gerade gezeigt habe, super kombinieren. Wie bereits erwähnt, zeige ich euch jetzt zwei Jacken von Jack Wills. Diese hier kennt ihr schon, die habe ich sehr, sehr viele Jahre, die andere eigentlich auch. Ich trage sehr gerne diese Parkas. Ich habe auch einen von den Other Stories, der ist aber wesentlich weiter und auch mit Gürtel. Das ist jetzt so ein ganz klassischer Parka und das Licht macht ihn gerade heller, als er ist. Das ist eigentlich wirklich ein schönes, ausgewaschenes Khaki-Grün, würde ich sagen. Und passt daher, finde ich, aber auch sehr, sehr schön in den Frühling, weil er nicht so dunkel ist wie der andere, den ich habe. Und der passt einfach super. Auch hier wieder an den Ärmeln, an den Schultern. Von der Länge ist er nicht zu lang. Passt einfach zu allem, aber vor allem trage ich ihn sehr gerne zu der hellen Jeans. Und die letzte Art Jacken sind meine Duster Coats, nennen die sich. Da habe ich ja ein oder zwei eigentlich von H&M, diesen einen beigen und dann so einen kimonoartigen gestreiften. Die sind aber beide schon super, super alt, die habe ich schon tausendmal gezeigt und ja. Deswegen zeige ich euch stellvertretend jetzt den hier, wie gesagt, der ist auch von Jack Wills. Auf jeden Fall sind diese Duster Coats halt so ganz, ganz weich und ganz dünn. Also die sind was so für 20 Grad und knapp drunter und dann alles, was kälter ist, dann trage ich die anderen. Aber ich mag einfach dieses, die sind halt meistens sehr, sehr lang geschnitten. Ich mag dieses Fließende, wenn man läuft, finde ich irgendwie super elegant und die passen eigentlich auch zu allem. Wie gesagt, ich habe auch einen in beige von H&M, einen schwarz gestreiften auch von H&M und eben diesen in diesem Grün. Ich mag einfach irgendwie dieses Khaki-Grün. Das ist so meine Farbe, wenn es nicht neutral ist, wie ihr jetzt wahrscheinlich tausendmal gesehen habt in allem, was ich euch gezeigt habe. Dann kommen wir zu den Accessoires. Ich trage jetzt im Herbst, Winter wieder sehr, sehr gerne meine Gucci Maman. Die habe ich euch schon tausendmal gezeigt. Ich werde es euch auf jeden Fall in die Infobox verlinken. Aber eine Tasche, die ich wirklich immer, immer, immer trage und die irgendwie super praktisch ist, wo alles reinpasst, was ich so mit mir schleppe, ist diese hier. Die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Die ist von Arquette. Ich mag diese ja, neutrale grün-braun-graue Farbe. Und ich liebe auch die Form. Es ist so besonders. Und ich habe euch ja auch schon mal gezeigt, dass man da einfach einen Knoten innen machen kann. Und dann kann man sie entweder so unter dem Arm tragen oder über Kreuz. Also super easy und man kann sie eben sehr, sehr gut anpassen, je nachdem wie groß man selber auch ist und wie man das möchte. Passt auch zu den Farben, die ihr jetzt gesehen habt, sehr gut. Ich habe vier Paar Schuhe, bei denen ich mich sehr, sehr oft abwechsle. Zwei flachere Paare oder flache Paare und zwei mit einem kleinen Absatz. Ich bin ja nicht der größte Heels-Fan. Ich kann einfach nicht darin laufen und es ist super unbequem. Aber die beiden, die ich euch zeige, sind sehr bequem. Auf jeden Fall fangen wir erstmal mit den bequemsten an. Das sind meine Converse. Die habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt. Die sind uralt, total abgetragen und abgeranzt. Aber ich liebe die. Ich habe die jahrelang nicht getragen und dann, ich glaube, letztes Jahr oder so, wieder für mich entdeckt. Das sind die High Tops in
schwarz und ja, ich trage die wirklich rauf und runter. Ein paar mit Absatz sind diese hier, die sind auch aus dem letzten Jahr. Die sind von Topshop. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch gibt, aber ich habe letztens gesehen, kennt ihr diese Werbung, wenn Werbung schon weiß, was du gerne magst? Mir wurden auf jeden Fall solche angezeigt, die sehr, sehr ähnlich aussahen. Also werde ich mal schauen, was es da so gibt. Das ist so eine Art Sockboot. Sie sind jetzt nicht stretchy, aber halt wirklich eng am Knöchel und ja, quasi am Bein unten. Der Absatz ist super, weil der ist schön dick, der ist aber nicht zu hoch. Ich mag auch die Spitze, dass es nicht so rund ist, wie viele im Moment sind. Und auch die Farben, weil es gibt sehr, sehr oft welche, ihr seht ja, das sind jetzt keine einfarbigen, sondern mit so einem Schlangenmuster, die sehr, sehr warm sind und irgendwie passt es nicht zu meinem Kleiderschrank. Und außerdem finde ich die auch von der Farbe noch subtiler, dadurch, dass sie so fast ein bisschen gräulich wirken. Das zweite flache Paar sind diese Chelsea Boots von And Other Stories. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Die sind schon sehr stark nachempfunden den Acne Studios, wie nennen sie sich, Jensen Boots, glaube ich, in so einem ja, beige-braunen Wildleder. Und ich wusste aber damals nicht, ob ich die wirklich so oft trage. Deswegen habe ich mich dann für die entschieden und kann sagen, ja, ich trage sie sehr, sehr oft. Also die sind so bequem. Auch die sind hier so ein bisschen enger. Das mag ich sehr gern. Ich finde es nicht so toll, wenn das so weit aufgeht. Erstens geht dann die Luft immer rein und ich finde es auch nicht so schön fürs Bein. Sieht dann so, man sieht so verkürzt aus. Die sind so ein bisschen spitzer und ja, haben eben einen sehr flachen Absatz, sind super bequem. Ich habe da auch immer so eine Wohlfühlsohle noch drin, deswegen ich laufe da wie auf Wolken. Und das letzte Paar habt ihr schon eine Million Mal gesehen, aber ich zeige euch meine meistgetragenen Sachen und die müssen da definitiv mit rein. Das sind meine Mango Sock Boots und ich finde irgendwie, ich habe jetzt letztens welche von Vagabond gesehen. Ich glaube, die von Vagabond muss ich nochmal angucken, ob die vom Absatz ähnlich sind, weil die sind einfach perfekt vom Absatz. Der ist zwar da, also gibt so das Elegante vom Gang, aber ist nicht zu hoch. Ich kann diese Schuhe stundenlang tragen. Die haben eben diesen Stretch, also sind richtige Sockboots und schwarz in so Wildlederoptik. Und wie gesagt, die waren mal von Mango, aber die sind schon Jahre alt. Aber ich werde euch auf jeden Fall die von Vagabond verlinken. Und das war's zu meiner Herbstgarderobe. Das sind meine meistgetragenen Sachen im Moment. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir super gerne, was ein Teil ist, was ihr gerade ständig tragt und nicht mehr weglegen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.